So, Freunde, ihr seht es schon, ein Kumpel von mir hat mir wieder mal etwas Alfacher Doppelapfel vorbeigebracht. Reicht gerade noch so für zwei Köpfe. Jetzt werde ich natürlich direkt bauen hier im Alpaca Sairook. Sehr, sehr schöner Kopf. Und um das Ganze etwas aufzupimpen, werde ich wieder von Hooker Squeeze hier einmal den Cooling Shot und einmal den Mint Shot reinmachen. Von jedem so 5, 6, 7 Tropfen. Das läuft dann meist sehr gut. Und ja, dann lege ich direkt los mit dem Kopfbau und zeige euch gleich, wie ich das gebaut habe. So, der Kopf ist gebaut. Hier seht ihr, wie immer, wie ich das Ganze hier gebaut habe. Und nicht wundern, das ist die Schweizer Version. Deswegen wieder rot gibt es bei Shisha König in der Schweiz zu kaufen. Und deswegen sind auch hier die Äpfel noch auf der Dose drauf. Und ja, dann mache ich jetzt einfach ein paar Tropfen hier oben wieder rein. So, ein paar Mal rundherum und dann hat man nachher eine schöne Minze und kühle Note drin. Mag ich sehr, sehr gerne bei Doppelapfeln. Wisst ihr ja langsam hoffentlich Bescheid. Und ja, Alufolie drüber und dann schauen wir, wie das Ganze hier laufen wird. So, Freunde, der Kopf läuft super und ich kann es nur nicht genug sagen. Doppelapfel mit Minze und etwas Kühle drin. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren, wenn ihr Doppelapfel mögt natürlich nur. Und da eignen sich die Drops von Hooker Squeeze perfekt für. Also einfach ein paar Drops rein und man hat schön eine Kühle und eine Minzenote drin. Und der Doppelapfel von Alfacher schmeckt natürlich wie immer sehr, sehr lecker. Und ja, ich glaube, viel mehr brauche ich dazu gar nicht zu sagen. Auf jeden Fall, schon sehr bald werden die neuen Sommersorten kommen. Da bin ich auf jeden Fall genauso hyped wie ihr, wie die schmecken werden. Und bis dahin wünsche ich allen noch einen guten Rauch. Wir sehen uns morgen wieder.